Hey Leute, willkommen zurück zu Until Dawn. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich nehme die Abkürzung, auf jeden Fall. Verdammt. Komm, Mike, steh auf. Shit. Fuck! Fuck, ganz doof! Ich glaube, ein paar Fehler darf man sich erlauben hier. Jessica, ich komme! Ich komme! Ich hoffe es zumindest. Ansonsten habe ich schon den ersten Tod verschuldet und das wäre sehr unschön. Hier ist übrigens ein Totem. Das sollte man schnellstens mitnehmen, bevor es zu spät ist. Ja, ein Führungstotem. Oh Mann, Leute, ich hoffe echt, ich hab's nicht verkackt, du. Das wäre sehr tragisch.
Das wäre sehr tragisch, du. Also noch schreit sie ja, was ganz... Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Wir sollten nicht schießen. Ich nehme die schnelle Route, wie immer. Oh Mann, ich hab's beinahe verkackt eben, die Szene mit Jess. Beinahe hätte ich es verkackt, du. Ich glaube, wenn man zu viele Fehler macht, ist es vorbei. Aber fragt euch mal, wie es ist, in dem Moment richtig zu reagieren. Das ist nicht leicht. Ein falscher Drücker und schon... Es läuft auch verflucht schnell ab, die Zeit. Schießen, nicht schießen. Gott, verdammt! Verklemmter Haufen Schrott! Oh, seht mal, das wäre sowieso geschehen. Scheiße, ich muss es schaffen! Ich finde ja, Mike hat noch die krassesten Szenen überhaupt. Was bei dem alles abgeht, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Ne, dann gehen wir mal lieber weiter. Ashley! Was zum Teufel? Oh, dieses Blut an der Wand, das sieht so fies aus. Oh, shit, nein! Oh. Das ist echt ein Riesenfleck, du. Ash!
Also beim ersten Mal dachte ich wirklich schon... Nee, ich sag's jetzt nicht. Ihr werdet schon sehen, was ich meine, denn es spielt keine Rolle, was ich tue. Also so... Wie soll ich sagen? So... So sehr einem das Spiel auch vorgaukeln möchte, dass man Entscheidungsfreiheiten hat. Man ist doch sehr in einem Korsett gefangen, sag ich mal. Man ist echt sehr eingezwängt. Was zum Henker? Wer tut sowas? Fieses Teil. Ein Zombie. Ja, guck mal, ein Schweinskopf. Oh, shit. Ein Hinweis übrigens. Ein auf dem Berg deponierter Schweinekopf. Er ist frisch und blutverschmiert. Also das sollte eh schon ein guter Hinweis darauf sein, dass hier alles nicht so mit rechten Dingen zugeht, oder? Hat sich was geändert? Er mag Josh mehr. Naja. Oh ne, da war noch ein... Warte mal, da war doch noch was mit den Mädels. Hier. Ein Porträt der Washington-Zwillinge. Das muss ein paar Monate vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden sein. Oh, armes Schwein. Armes Schwein. Hier haben wir noch ein Totem. Ah, echt mies. Ein Führungstotem. Es gibt auch nicht mehr so viel jetzt zu sammeln. Aber es ist schon ein bisschen komisch, diese Puppe, als würde die einen abstrecken, jetzt da weiterzugehen. Ja, ist schon mies, aber gerade dann würde ich weitergehen, wenn jemand da so eine Puppe aufstellt. Da macht mich das nur neugierig. Davon ist diese Toolhütte zum Holzfällen. Oh, das ist so mies. Bevor ich da reingehe, werde ich mich aber noch mal ganz kurz am Rand umsehen hier. Am der Seite. Denn hier gibt's noch was. Nämlich hier hinten hat's noch was, seht ihr? Das ist so mies. Das verstehe ich übrigens nicht. Das habt ihr mir gesagt. Ich habe wohl ein oder zwei Bugs gehabt im Spiel. Das war einer davon. Ich habe in der Rückblende gesehen, wie dieser Kopf gerollt ist, obwohl das gar nicht hätte passieren dürfen. Und ich habe auch ein Achievement bekommen. Naja, keine Ahnung warum und wieso, aber... Ich habe schon gemerkt, das Spiel ist etwas verbuggt in meiner Version. Die Presseversion habe ich ja. Also diese Preview-Dingens da. Naja. Gab's dann einen Patch nochmal? Ein Day-One-Patch? Ich weiß es nicht. Ist ja manchmal so. Auch für Konsole leider mittlerweile. Ja, das ist so übel. Und nochmal, Leute. Es ist egal, welche Entscheidung ich treffe. Deswegen werde ich jetzt die treffen, die ich brauche, um alle überleben zu lassen. Ashley! Im Stream zeige ich euch dann, dass alles nur eine Illusion ist. Gott, verdammt! Die Entscheidungsfreiheit. Ash, ich bin hier. Wo bist du? Oh, ich weiß es nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat dich gemacht. Oh. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird,
Welche Testperson überlebt und welche stirbt? Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Jess! Hol uns hier raus! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße, oh, nein. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Oh, Alter, Kumpel. Oh mein Gott. Denk drüber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ich rette natürlich Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hol dich da raus. Danke. Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das bin ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Ich... Nein, Chris! Das Nein. Oh, ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott! Nein, nicht hinsehen! Oh, denn nicht, Chris! Bitte sag mir, es geht dir gut! Bitte! Ich komme, Ash! Ich hol dich da runter! Psst, hör auf! Bitte! Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Chris! Ashley! Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hat eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesetzt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? So wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich bei deinem
Komplott zu ergötzen. Soll ich mal sagen, ich habe Angst? Ja. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Oh, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Ja, und damit endet auch dieser Part wieder, Leute. Ich danke sehr fürs Zusehen, danke für eure Likes und wir sehen uns zu Until Dawn.